Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Frage des Tages. Alle Leute sind in Fußballstimmung, die EM hat schon angefangen und heute spielt wieder mal Deutschland. Und da haben wir uns gefragt, was glauben die Leute, gewinnt Deutschland? Hat Deutschland eine Chance? Also Deutschland hat insofern eine Chance, dass die ja gar nicht spielen, sondern es spielt ja Bayern gegen Niederlande. Denn bei 8 Spielern kann man ja nicht von einer Nationalmannschaft sprechen. Ansonsten freue ich mich auf das Spiel, weil ich bin auch so ein bisschen den Holländern zugetan. Das ist es. Nee, wir hoffen auf ein anständiges Spiel, faires Spiel, vor allem keine Ausschreitung, keine Kloppereien. Denn der Sport sollte fair und sauber bleiben. Und ich denke, die Deutschen haben auch eine berechtigte Chance heute Abend. Aber die Holländer sind natürlich ernst zu nehmen. Ich schätze, dass beide Mannschaften gleich stark sind und die Tagesform entscheidet. Und ich hoffe, dass Deutschland gewinnt. Auf jeden Fall. Also ich habe 2-0 getippt. Ich denke auch, dass sie eine gute Chance haben. Also 2-1, 3-1. Ja, ich tippe auch 2-1. Ich denke, sie haben auch eine gute Chance. Schätzen Sie nicht die Holländer als zu stark ein? Die werden sich anstrengen, weil das ja irgendwie ihre letzte Chance ist. Aber ich setze auf den guten Torwart. Ich denke, die sind sich einfach untereinander zu wenig grün. Die werden nicht als Mannschaft auftreten. Vor allem, wenn sie kein schnelles Tor schießen. Und dann werden wir einen schönen Konterfußball spielen können und dann gewinnen wir auch. Ja, die werden natürlich gewinnen. Also ist statistisch erwiesen, dass sie 2-1 gewinnen. Habe ich ausgerechnet, also so wird das sein. Schade für die Niederländer, aber man kann nicht immer gewinnen. Da kann man eine gewinnen. Und ich hoffe, dass wir zusammenspielen und fair spielen. Und wen hoffen Sie, wer gewinnt? Gleiches Spiel, da bleiben beide Mannschaften runter drin. Fußball interessiert mich nicht die Bohne. Ich kann nichts dazu sagen, wirklich nicht. Also ich denke 2-1, würde ich sagen. Könnte auch sein, ja. Auch wenn nicht alle Leute Fußball schauen, habe ich doch das Gefühl, dass die meisten denken, dass Deutschland gewinnt. Also ich drücke fest die Daumen für das deutsche Team.